wie so muss Skill-Based Matchmaking so reinscheißen, ne? Ich hatte echt so geile Runden, wo ich wieder angefangen habe, Cold War zu spielen, ne? Ich habe hier gefühlt 3, 4 Wochen kein Cold War mehr angefasst. Also das letzte Mal seit dem Pharah-Commentary und mit der Tech-9. Das waren dann die zwei Games, die ich zuletzt gespielt habe. Seitdem nicht mehr angehabt, die Konsole. Jetzt, ne, habe ich jetzt vor heute oder gestern die Konsole wieder angeschmissen. Ein paar Runden gespielt, ne, um die Vago freizuschalten. Richtig geil Runden gespielt, ne, dementsprechend Skill-Based Matchmaking hat mich dann wieder halt hochgerankt. Und dementsprechend könnt ihr euch dann auch vorstellen, warte, ich sag's jetzt noch einmal, dementsprechend, so, jetzt haben wir's, dreimal hält besser. Was geht YouTube und damit ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Die Vago 52 ist jetzt seit ein paar Tagen draußen. Ich habe die heute freigeschaltet und habe mir einfach mal vorgenommen, mit euch die Waffe zu spielen oder euch die Waffe zu zeigen, wie sich die Waffe spielt. Leute, wie spielt man die Waffe am schnellsten frei, das erfahrt ihr später in dem Video. Ich würde einfach mal sagen, wenn du dich für weitere COD-Videos interessierst, darfst du gerne mal den Kanal abchecken. Hier folgen die Woche immer 2 bis 3 COD-Videos. Und ja, Leute, ich würde einfach mal sagen, babbeln wir nicht lange rum, gehen wir einfach mal rein. Ich muss dazu sagen, Leute, ich habe die Vago 52 gerade mal auf Level 21. Ich wollte die Waffe einfach nur so ein bisschen präsentieren. Das Klassen-Setup, mehrere Infos kommen da auf jeden Fall noch in den Tagen zu. Ich denke mal, das Klassen-Setup wird auf jeden Fall in der Woche folgen, wenn nicht sogar ein bisschen früher. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf, die Waffe hochzuzocken. Und ich würde nicht, babbeln wir nicht lange rum, gehen wir mal rein in die Runde und dann zeigen wir mal was, jetzt gucken wir uns mal an, was die Waffe überhaupt so drauf hat, ja? Okay, Leute, klassisches Team Deathmatch auf D-Programm. Die Waffe ist sogar ziemlich nice auf der Map, meine ich, weil die Waffe ist nicht so für den Fernkampf geeignet, wie ich bisher erfahren habe, ne? Okay, ich kann mich natürlich auch irren, mit den richtigen Aufsätzen ist vielleicht die Waffe ein bisschen besser auf Distanz. Aber Leute, schauen wir uns mal an, was die Waffe uns zu bieten hat, ne? Auf Level 21 muss man auch dazu sagen, ne? Bloß ich spiele die Map jetzt, glaube ich, gefühlt mal, glaube ich, erst zum dritten Mal, meine ich. Keine Ahnung, ich hatte die Waffe gar nicht auf dem Schirm. Ich hatte ja auch eine kleine Cold War Pause. Oha. Was mir auch aufgefallen ist, viele Leute spielen die Waffe gar nicht so mit. Der Head Glitcher. Was mir auch aufgefallen ist, die Leute spielen die Waffe irgendwie ohne Visier. Aber ihr kennt mich ja. Ich brauche ja auf jede Waffe quasi ein Visier, weil ohne Visier kann ich nicht spielen. Aber Leute, wenn ich mir die Vago so angucke, von der Feuerrate her, vom Movement, ey, die Waffe spielt sich irgendwie ein bisschen wie eine MP statt wie ein Sturmgewehr. Meine persönliche Meinung. Was ist denn los hier, Leute, Alter? Was ist hier los mit den Gegnern, Mann? Oh, Mann, von wo kommen die denn alle, Mann? Das war echt knapp. Guckt euch mal an, wie schäbig die am Schimmeln sind. Boah, aber diese 30 Schuss machen mir auch echt ein bisschen zu schaffen. Weiß nicht, irgendwie kommt mir ein bisschen wenig vor bei der Waffe. Weil die, ich glaube, weil die Feuerrate auch so krass ist, oder? Ey, was ist das denn? Ohne Witz, Tech-9 ist ja meine Lieblingswaffe bekanntlich. Deswegen kann ich mich über die Waffe richtig krass aufregen. Ey, hier spielt gefühlt jeder mit dieser Tech-9. Was ist hier los, Mann? Bin ich in der falschen Lobby gelandet? Vorhin spielen sie alle mit der hier Vago. Jetzt auf einmal alle mit Tech-9 oder was? Oder mit der Shotgun, dieser komischen Shotgun spielen sie alle auch. Kimbo. Ey, die sind so gut, ne? Was ist denn mit denen? Ey, jetzt haben sie noch so ein Ding, so ein scheiß Heli in der Luft, Mann. Aber Leute, ich bin mir trotzdem nicht zu fein für euch, euch die Runde zu geben oder zu zeigen. Egal, es ist nicht sein. Er killt mich schon zum 6. Mal, Mann. Da könnt ihr es mal sehen, Leute. Die Tech-9 ist einfach viel zu OP. Das habe ich euch schon in dem Video vor ein paar Tagen gesagt, wo ich die Waffe mal gespielt habe in Cold War. Das ist die stärkste Waffe in dem ganzen Game ist. Und seht ihr, wie ich damit weggerippt werde? Wieder Tech-9, Leute. Was soll ich machen? Ich kann einfach nichts machen. Er killt mich schon 7 Mal hintereinander, Mann. Alter, meine Hände tun schon so weh, weil ich den Controller in meinen Händen so zerbiege, Mann. Ohne Witz. Einfach so ätzend gerade. Ne? Die Runde ist richtig scheiße. Muss ich, sorry für meine Ausdrucksweise, aber muss ich einfach sagen, ich finde die Runde ist gerade richtig crap. Ey, wo? Oh,
Oh, mein Daumen tut weh. Oh Mann, Leute, es ist einfach nicht mein Ernst, Mann. Ich habe einfach vergessen, das Mikrofon anzumachen nach dem Cut. Egal, Leute, wir müssen nochmal reingehen in die Olga. Egal, Leute, ich suche eine neue Runde. Das waren jetzt einfach nur zwei kurze Yamantau-Gameplays mit einer 1,2 und 2,5er-Quote. War jetzt nicht das beste Gameplay, auch nicht das schlechteste. Ich würde einfach mal sagen, ich nehme das Video jetzt nochmal neu für euch auf. Also die Runde hier, Garrison, eben kurz mal ein bisschen die Waffe zeigen, ein bisschen nachkommentieren, das Ganze. Und dann hat sich das auch geritzt, glaube ich, einfach mal, ne? So, mal gucken, was wir hier gleich erleben werden. Weil die zwei Runden auf Yamantau, die waren schon echt schwitzig, ja? Gegner waren jetzt nicht so geil. Okay, Leute, noch eine halbe entspannte Runde auf Garrison. Leute, ich habe jetzt echt irgendwie keinen Bock, mich nochmal wie zu holen, was ich alles zu der Vago gerade eben gesagt habe. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich aufgehört habe und wo ich wieder angefangen habe zu reden. Ich fange einfach mal von vorne an. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe. Meiner Meinung nach ist die Waffe nur auf Distanz gut, nicht im Nahkampf. Die Feuerrate ist zwar unnormal krass, aber im Nahkampf passt mir eventuell irgendwas mit der ZF-Geschwindigkeit passt mir da nicht so. Aber man muss auch nur dazu fairerweise sagen, ich habe die Waffe auch noch nicht auf Full-Level, ja. Wir sind gerade mal auf Level 24, 25 oder so. Dementsprechend kann die Waffe auch noch nicht so gut sein, ja. Nichtsdestotrotz, Leute, probiert die Waffe mal selber aus. Am schnellsten schaltet ihr die Waffe frei, wenn ihr frei für alle oder aber Team Deathmatch spielt. Ihr könnt auf jeden Fall Nuketown spielen, das wird sich da am meisten lohnen. Genau, so was habe ich noch. Hello there. Genau, Waffe spielt sich eigentlich eher wie eine MP, nicht wie ein Sturmgewehr. Aber ich denke mal, mit den richtigen Settings kriegt man da auch noch was Geiles rausgebastelt. Seht ihr, die ZF-Geschwindigkeit passt mich hier nicht so ganz. Deswegen, viele Leute spielen die Waffe auch eigentlich ohne Visier, aber ich brauche halt immer ein Visier und ich will nicht mit 5 Aufsätzen spielen. Leute, es ist einfach so schlimm, ne? Ohne Witz, die zwei Runden von eben schwitzige Gegner. Jetzt komme ich hier in eine halbfertige Runde rein, wo ich wieder weggeschwitzt werde. Muss mich wiederholen. Oh, Leute, sie haben gesagt, mach YouTube-Videos, es wird einfach, haben sie gesagt. Es wird einfach und Spaß machen, haben sie gesagt. Papa Klaus. Aber Leute, es macht mir wirklich Spaß, sonst würde ich es ja nicht machen. Nochmal machen für euch, mich hier extra wiederholen, mich nochmal hier extra für euch aufregen, meine zwei Lebensjahre verlieren. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnt habe mit meinem fast gebrochenen Daumen, der mir jetzt auch noch wehtut. Ich war ja letztens im Club, habe ich euch erzählt. Also ich weiß nicht, ob ich es euch erzählt, aber ich erzähle es euch jetzt einfach nochmal. Ich war ja hier von Samstag auf Sonntag im Club, habe da ein bisschen das Tanzbein geschwungen, den ein oder anderen Shot geballert. Dementsprechend geht es mir auch noch nicht so rosig, ja. Aber Leute, ich bin auf einem guten Weg der Genesung hier. Ein bisschen Wasser am Trinken. Und genau, ja. Die ganzen Clubs haben jetzt aufgemacht. Dementsprechend kann man mal wieder den ein oder anderen Abend draußen verbringen. Ja, nicht vor der Glotze, nicht vom Zocken und so. Aber ich muss auf jeden Fall versuchen, ein bisschen konsequenter, was COD-Content angeht, sein. Das ist ja in den letzten Tagen so ein bisschen hängen geblieben. Und in den letzten Wochen. Werde ich aber auch noch hinbekommen. Die Motivation ist da, meine Freunde, ja. Oh, die ZF-Geschwindigkeit ist so schlecht bei der Waffe. Also für ein Sturmgewehr ist die ZF-Geschwindigkeit echt scheiße. Okay, Leute, dann lass uns mal loslegen. Das war der Pimmelpeter. Aber ich kann die Waffe auch echt gar nicht einschätzen, Mann. Ich verändere einen Aufsatz und dann spielt sich die Waffe wieder komplett anders. MP5, Mann, ist die wieder so gut geworden, oder was? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber das wird wieder ein Lose, Mann, wenn ich mir die Stats jetzt schon wieder angucke. Ja, klar. Kommt doch noch zu fünft, Alter, um die Ecke gesprungen. Ey, die macht echt krass Schaden, die Waffe von dem. Ja, was geht ab? Mann, ich krieg einfach Rückenschmerzen vom Aufregen. Das drückt mir auf die Bandscheibe. Wieso muss Skill-Based Matchmaking so reinscheißen, ne? Ich hatte echt so geile Runden, wo ich wieder angefangen habe, Cold War zu spielen, ne? Ich habe ja gefühlt 3-4 Wochen kein Cold War mehr angefasst. Also das letzte Mal seit dem Farah-Commentary und mit der Tech-9. Das waren dann die zwei der Games, die ich zuletzt gespielt habe. Seitdem nicht mehr angehabt, die Konsole. Jetzt, ne, habe ich jetzt vor heute oder gestern die Konsole wieder angeschmissen, ein paar Runden gespielt, ne, um die Vago freizuschalten. Richtig geil Runden gespielt, ne, dementsprechend Skill-Based Matchmaking hat mich dann wieder halt hochgerankt.
Und dementsprechend könnt ihr euch dann auch vorstellen. Warte, ich sag's jetzt noch einmal. Dementsprechend. So, jetzt haben wir's. Dreimal hält besser. Genau. Wo war ich stehen geblieben? Ja. SBMM knallt halt ordentlich rein. Bedeutet, jetzt muss ich erstmal ein paar Wochen wieder offline gehen, um wieder gute Runden zu bekommen. Sonst kriegst du ja nur solche Pimmelpeters. Und X, der Codenascher 05. Was sind das wieder für Namen, Alter? Der Rektalpirat. Was sind das für Namen? Ey, er wurde mir einfach nicht angezeigt, Mann. Alter, wenn wir das noch reißen sollten, ey, dann fresse ich echt einen Besen. Wie kann er mich denn mit der Rückschusskontrolle killen? Oh, Leute, egal. Ich habe keinen Bock mehr. Die Runde ist eh nur eine 1,5er Quote oder eine 1,2er Quote. Kein Bock mehr. So, an der Stelle, ich bedanke mich trotzdem bei euch fürs Zusehen. Ja, auch wenn das Video jetzt nicht, wenn das Gameplay auch nicht, Digga. Schlechtes Gameplay. Versprecher bis zum geht nicht mehr. Was noch? Egal, Leute, ich habe auf jeden Fall die Nerven für heute blank. Ich bin jetzt schon, meine Nerven stehen wirklich bis hier. Ich habe die Waage freigeschaltet heute. Ich habe die Waffe auf 26 oder 28 gespielt, ja. Ich habe einen Commentary aufgenommen. Das ist jetzt heute echt zu viel für meine Nerven. Wenn du dich für Brains CMD Videos interessierst, darfst du gerne mal den Kanal abchecken. Hier folgen die Woche immer 2 bis 3 Videos, habe ich schon am Anfang gesagt. Ich weiß, ich bin schon durch den Wind, weil es mich halt einfach so krass aufregt, ja. Mir ist auch so warm. So, an der Stelle, Leute, bin ich wirklich raus. Haut rein, bis zum nächsten Mal.